Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Nerdtastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion. Heute geht es um die vierte Folge WandaVision. Zum Finale von WandaVision verlose ich eine Doctor Strange Funko Pop Figur, die sogar unter Schwarzlicht leuchtet. Herzlichen Glückwunsch an FreddyXD, du hast beim letzten Gewinnspiel gewonnen. Damit auch du am Gewinnspiel teilnehmen kannst, musst du einen Kommentar mit dem Hashtag WandaVision verfassen. Teilnahmeschluss ist der 5. März. Viel Glück! Die vierte Folge WandaVision ist draußen und ich muss sagen, mein Kopf ist mittlerweile so zerstört wie der von Vision. Lasst uns gemeinsam in die Folge eintauchen, auf Easter Eggs und Referenzen eingehen, die mit Comics und MCU zusammenhängen und ganz, ganz wichtig, Achtung, Spoiler-Alarm! Und übrigens, kleine Vorwarnung, ich filme mit meiner neuen Kamera und teste sie so ein bisschen mit euch aus. Deswegen, Mikrofon dafür ist noch nicht da, deswegen dürft ihr jetzt eine schöne Raumakustik hören. Das war's aber auch schon. Los geht's! Der Titel der Episode lautet, wir unterbrechen die Folge. Ein zweideutiger Hinweis, da die Sitcom von Wanda und Vision hier keinen großen Schwerpunkt in der Folge hat, sondern Sword. Und B, dass Sword versucht, zu Wanda durchzudringen, um das Ganze zu unterbrechen. Die Folge beginnt zur Zeit von Avengers Endgame, als Hulk wieder alle zurückgebracht hat. Monica Rambeau spawnt in einem Krankenhaus. Interessant ist, dass während sie sich wieder zusammensetzt, wir Szenen aus Captain Marvel hören. So als wäre ihre Seele die ganze Zeit an einem anderen Ort gewesen. In den Comics wurden die Helden nach dem Snap von Thanos in den Seelenstein verbannt und Fans glaubten, dass auch im Marvel Cinematic Universe das der Fall sein könnte. Wir erfahren, dass Monicas Mutter Maria Rambeau an Krebs gestorben ist. Könnte dies eine Anlehnung an den Tod von Captain Marvel sein? Monica macht sich auf den Weg zu ihrer Arbeit, dem Sword Hauptquartier. Hier erfahren wir, dass Maria Rambeau Mitgründerin von Sword war. Bestimmt mit der Hilfe von Nick Fury, auf dessen Pager bereits ein Sword-Symbol eingraviert war. Und wir sehen Marias Spitznamen Photon, der auch auf ihrem Flugzeug zu sehen war. Und diesen Namen trägt Monica später auch in den Comics als Superheldin. Außerdem bekommen wir eine Zeitangabe, und zwar, dass WandaVision 3 Wochen nach Avengers Endgame spielt. Das ist jetzt vielleicht für die meisten uninteressant, doch für mich, der ein riesiges Terminal-Video gemacht hat, extrem wichtig. Im Sword-Hauptquartier sehen wir verschiedene Nachrichtendienste, die über den Blip oder auch den Snap berichten. Darunter ist auch der Sender WHIH, ein fiktiver News-Channel, der öfter in den Marvel-Filmen und Serien auftaucht. Okay, und hier bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber die Kette, die Monica hier trägt, sieht aus wie ein Sword-Symbol. Und da Monica später eine silberne Halskette mit Sword-Symbol trägt, hat sie vielleicht verschiedene Ketten. Monica begegnet Director Tyler Hayward, der seit Infinity War nun Sword leitet. Und irgendwas kommt man ihm vertraut und gleichzeitig böse vor. Und wir wissen mittlerweile auch, dass wir nicht jedem Director vertrauen können. Das zeigt uns zumindest Alexander Pierce, der sich als Hydra-Mitglied in Captain America 2 herausstellt. Und da ich für zwischendurch die Recaps für Agents of S.H.I.E.L.D. aufnehme, sprang mir der Name Brian Hayward in die Augen. Ein Bösewicht der Serie, der durch das sogenannte Centipede-Programm enorme Stärke und Ausdauer bekam. Und zu Projekt Centipede und Agents of S.H.I.E.L.D. schaut euch doch am besten mein Recap zu Staffel 1 an. Aber könnte es jetzt sein, dass Tyler Hayward und Brian Hayward miteinander verwandt sind? Monica sagt, dass alles voller Gefahren und Verbündeter. Was natürlich eine Anlehnung an ihre gute Freundin Captain Marvel ist. Ja. Monica wird nach Westview geschickt, wo sie auf Jimmy Woo trifft, der sie gleich mit einem Zaubertrick begrüßt. Diesen wollte er unbedingt lernen, nachdem ihn Scott in Ant-Man and the Wasp schwer damit beeindruckt hat. Wir erfahren, dass alle Bewohner der Stadt gefangen sind und dass alle rundherum um Westview nicht mehr wissen, dass es diese Stadt gibt. Auf einem Polizeiauto steht 1966. In diesem Jahr erschien die erste Marvel-Animationsserie, die simpel Marvel Super Heroes heißt. Auf einem Nummernschild steht die Zahl 143. Das könnte eine Anlehnung an Avengers Ausgabe 143 sein. Hier spielt Kang der Eroberer, der Gegner in Ant-Man 3 sein wird, eine wichtige Rolle. Zumal er auch in Loki einen kleinen Auftritt haben könnte. Monica steuert eine Drohne durch das Kraftfeld, die sich, wie in Folge 2 zu sehen, in einen Spielzeughubschrauber verwandelt. Ebenso wird sie auch in die Realität gesaugt. Und 24 Stunden später ist bereits alles rund um Westview abgeriegelt, so wie es S.H.I.E.L.D. damals bei Thor's Hammer getan hat. Apropos Thor. Auch Darcy Lewis sehen wir nach langer Zeit wieder und sie hat mittlerweile auch einen Doktortitel. Ihr Charakter hat sich mit der Zeit entwickelt. Sie ist nicht mehr die nervige Praktikantin von Jane Foster, sie ist nun erfahren und zeigt Initiative. Wir sehen, wie Sword weitere Drohnen durch das Kraftfeld schickt, was die seltsamen Geräusche aus der zweiten Episode klärt. Darcy sagt, dass von dem Kraftfeld CMB-Strahlen ausgehen und hier machen sich meine 10 Punkte in Physik endlich bezahlt. Denn CMB oder auch CMBR steht für Cosmic Microwave Background Rays
zu Deutsch kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, die auf den Urknall zurückzuführen sind. Mein Physiklehrer wäre so stolz auf mich. Aus dem Urknall sind übrigens auch die Infinity-Steine entstanden. Und wenn wir uns jetzt mal eine Temperaturschwankung im CMB-Bereich ansehen, dann sieht das schon fast wie Wandas Magie aus. Oder auch das, was wir im neuen Marvel-Intro sehen können. Und wir erfahren auch endlich, wer der Imker ist. Es ist nämlich niemand anderes als ein ganz gewöhnlicher Sword Agent, der Ausschau nach Monica Rambeau halten soll. Tja, das war's wohl mit den Swarm und AIM und gab es noch mehr Theorien? Das Kraftfeld von Wanda scheint rund um Westview ein Sechseck zu formen. Und ich frage mich immer noch, was sollen diese verdammten Hexagons? Ich meine, sie sind überall. In den Intros, im Abspann, das Kraftfeld, sogar in Hayward's Büro finden sie sich. Könnten die Hexagons etwas mit Mephisto zu tun haben? Ich meine, ein Sechseck, 666. Die Zahl des Teufels, Mephisto! Oder könnte es sich, wie in meinem letzten Video vermutet, um eine Metapher handeln? Wanda ist die Bienenkönigin, Westview ist ihr Bienenstock und alle Bewohner sind willenlose Drohnen. Darcy empfängt die Sitcom und sieht sie sich mit Sword und Jimmy Woo an. Die wundert sich natürlich, warum Vision lebt. Immerhin wurde er auch getötet und nicht geblippt. Jimmy sagt am Anfang, dass ihm Westview ins Auge fiel, da eine Person, die im Zeugenschutzprogramm war, verschwunden ist und sich niemand an sie erinnern kann, geschweige denn sagen kann, wo sich diese Person aufhält. Aussagt er später, dass der Fall sich abgesehen von Wanda um eine vermisste Person drehe. Und ich bin der Meinung, dass dieser Mensch Ralph sein könnte. Denn schließlich haben wir Ralph noch nie gesehen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass niemand Agnes kommentiert, wenn sie über ihren Mann Ralph spricht? Als ob sich niemand an ihn erinnert. Alle tun so, als ob er gar nicht existiert. Und es könnte immer noch die Verbindung mit ihm bestehen, dass mit ihm alles angefangen hat und dass Ralph in Wahrheit Mephisto ist. Mephisto wird mein neuer Seelenstein im Marvel Cinematic Universe. Jawohl. Sword beginnt nun, die Folgen zu analysieren. So wie ich das gerade für euch mache. Ist das jetzt so ein viertes Wanddurchbrechen, während man eine vierte Wand durchbricht? Sie finden heraus, dass alle Bewohner nur eine Rolle spielen und einen neuen Namen bekommen haben. Über jeden ist die Identität bekannt. Alle bis auf eine. Richtig, Agnes. Die für mich nicht nur die Hexe Agatha Harkness aus den Comics darstellt, sondern schließlich auch die Frau von Ralph. Mr. und Mrs. Hart aus Folge 1 heißen außerhalb von Wandas Realität Sharon und Todd Davis. Sharon Davis ist eine Supervising Art Director, die an der Serie WandaVision mitgearbeitet hat und an Iron Man 2. Und Todd Davis arbeitete an Iron Man 3. Character Herb heißt außerhalb von Wandas Realität John Collins. Und das ist der Name des Art Directors von WandaVision. Auch sehen wir einen Abspann von Wandas Realität. Leon Patrick ist eine Post-Production-Koordinatorin bei Marvel Studios. Und Chikako Suzuki ist eine Marvel Art Directorin. Da ist zu viel englischer Slang drin. Viele wundern sich auch, warum Dottie hier nicht zu sehen ist. Der ganz einfache Grund ist, Sword hat sich zur Erstellung der Wand erst Folge 1 angesehen und Dottie feiert ihren Auftritt erst in Folge 2. Ich nehme mal an, dass sie im Verlauf der Serie auch noch an dieser Wand hängen wird. Und ähnlich wie ich hat sich Jimmy Woo auch eine Wand des Wahnsinns erschaffen und ihn quälen dort die gleichen Fragen wie mich. Wieso Hexagons? Wieso eine Sitcom? Spielt es in der gleichen Zeit, in der gleichen Realität? Und vor allem ist Vision noch am Leben. Gleichzeitig stellt er schon wieder ganz andere Theorien auf. Nämlich, ob vielleicht die Skrulls dahinter stecken. Wir wissen, dass es eine Secret Invasion Serie mit Nick Fury geben wird. Die auf den gleichnamigen Comic basiert, in dem die Skrull die Erde erobern. Die Vermutung ist also berechtigt. Wir sehen aus Darcys Sicht, wie Jimmy Woo versucht mit Wanda über das Radio zu kommunizieren. Dort sehen wir nur einen kurzen Cut, so wie es Wanda in der letzten Folge getan hat. Danach folgt die Werbung über die Hydra Strucker Uhr. Und Darcy reagiert gar nicht? Das macht mich ein bisschen misstrauisch. Sollte beim Namen Hydra nicht sofort der Spinnensinn klingeln? Kommen wir nochmal zum Imker-Biohazard-Man-Sword-Agent. Dieser ist nämlich an einem Sicherheitsseil befestigt und klettert durch die Kanalisation in Wandas Realität. Das Seil verwandelt sich in ein Springseil und bleibt auch in diesem Zustand, als es die Realität verlässt. Das bedeutet, dass Wandas Kräfte immer stärker werden. Denn auch Monikas 70er-Jahre-Look bleibt bestehen, als sie aus Wandas Blase geschossen wird, was wir nun aus ihrer Sicht sehen. Auch sehen wir, wie Vision aus Wandas Sicht aussieht, wenn sie die Konzentration verliert. Vision ist also keine hundertprozentige Illusion. Es ist sein toter Körper. Überzogen mit Wandas Wunschdenken. Und hier kommt ein Hinweis auf die geplante Avengers Endgame After-Credits-Scene, in der Wanda in voller Trauer und Verzweiflung in die Sword-Basis einbricht, die Leiche von Vision aus einem Leichensack stiehlt und verschwindet. Und dieser Gedanke, eine Leiche zu küssen,
erweckt in mir schon ein kleines Shining-Gefühl. Erinnert euch an die Szene, in der Jack eine hübsche Frau küsst, die sich als eine tote Frau herausstellt? Auch im Outro haben wir diesmal den toten Vision und nicht den wie sonst so lebendigen. Boah, die letzte Szene muss ich vergessen. Ich finde sie so verstörend. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich Vision sehe. Naja, das war alles, was ich gefunden habe. Habe ich noch etwas übersehen? Dann ab damit in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Hero Discussion.